Sagen wir es vielleicht noch dazu. Ich weiß nicht, dass, ob das eben über das Bild auch so wirklich sichtbar ist. Also wir haben jetzt hier zum einen den Dick und Stein. Ich glaube, ich zeige mal die kleine Flasche auch. Bisschen hell hier, aber ja, die hat so ein ganz lustiges Muster drauf, so wie so ein Netz. Da kommen wir auch gleich mal vielleicht drauf zu sprechen. Dann haben wir eben die Orangenscheiben dazu. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Jens noch das richtige Tonic bringt. Oder hat schon jemand im Backoffice möglicherweise auch leer getrunken? Das kann ich jetzt nicht sagen. Nein, wir haben noch ein kleines Verspätetes. Sehr schön. Also da kommt jetzt das Schweppes Dry, wenn ich richtig bin. Jawohl. Schweppes Dry Tonic Water dazu. Und wir haben, also unfassbar, was hier für Gläser aufgefahren werden. Das ist, glaube ich, auch immer noch so ein Ding, immer mal wieder die Frage, aus welchem Glas trinke ich denn so ein Gin Tonic? Oder an was kann ich, gibt es da irgendwas, woran ich mich orientieren kann? Nur weil ich halt heute ein schönes Glas will, oder kann ich das auch jetzt in einem Saftglas nehmen? Es gibt mehrere Theorien, Ansätze. Ich sage ganz einfach, je näher der Sommer, desto schön taucht so ein Ballonglas auf. Das ist natürlich ein ganz, ganz schönes Ballonglas mit so richtig dickem Rand, das richtig schön was aushält, zum Beispiel auch solche großen Eiswürfel. In Bars ist es eben so, dass viel männliches Publikum diese Gläser eher nicht so will, weil sie wohl relativ feminin wirken. Genau. Ja, ich würde sagen, wir schalten auch, weil das natürlich auch ein Thema für nicht nur für uns ist, sondern eben auch für diejenigen, die dahinter stehen. Und das ist in dem Fall hier Dick und Stein, wie er schon heißt. Ja. Und da haben wir heute den Tobias da. Tobias, bist du am Start? Ich bin am Start. Ich grüße euch. Hallo. Sehr schön. Hi. Da stehen auch ganz viele Flaschen. Die haben, da haben wir schöne Grüße aus Berlin. Aus Berlin. Guck mal an. Aus Berlin, aber kein Berliner Dialekt, richtig? Stimmt, relativ weit weg. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Salzburg. Aber unser Gin ist a true European Gin. Und wir sagen, wir kreieren ihn in Wien und Berlin. Insofern auch was Berlinerisches, ja. Mhm. Wir haben es jetzt gerade schon, Tobias, am Anfang davon gehabt, wie man Gin aus welchen Gläsern man Gin trinken soll. Wie ist dir es lieb, wie man deinen Gin, den Dick und Stein Gin, aus welchen Gläsern hättest du es am liebsten, soll man deinen Gin trinken? Grundsätzlich aus jedem und immer das, was einem Spaß macht, aber es ist natürlich irgendwie auch so eine philosophische Geschichte. Wir haben uns zum Beispiel Gedanken gemacht, wie auch die Kollegen von Steinhauser und wahrscheinlich auch die, die jetzt dann im Anschluss dran sind, der Gin muss schmecken, muss gut sein, sollte vor allem pur schmecken. Und was transportiert den Geschmack? Das geht erstmal über die Rezeptoren an der Lippe, zieht dann schön über den Gaumen runter, Zungenspitze natürlich. Und da ist es dann interessant, wenn ich sage, ich trinke das pur wie bei einem guten Wein, welches Glas nehme ich? Und wenn ich ein sehr dünnes Glas habe, ein sehr feines Glas, dann bedient es natürlich mehr Rezeptoren an der Lippe, an der Zungenspitze. Und insofern, wenn man ihn pur trinkt und natürlich auch den Duft, das Bouquet haben und erfahren will, dann ist es natürlich schön, wenn man so ein Weinglas hat, weil so der Duft sich einfach schöner und besser entwickelt. Und zum Trinken ist es auch eine feine Geschichte. Aber ich habe hier mehrere Gläser, auch ein Tumbler, auch ein Highball, je nachdem, was man macht. Oder für einen Cocktail natürlich ein schönes. Normalerweise, wenn ich den in Gin habe, versuche ich den mit unterschiedlichen Tonics, um mein Perfect Serve zu finden. Ich glaube, jetzt werde ich noch Gläser ins Spiel bringen, um noch breiter fächern zu können. Ja, wenn man ja. Super! Bei Bier ist es ja auch sehr, sehr wichtig. Es ist vielleicht ein hinkender Vergleich, aber nicht umsonst hat ein Glas für helles Bier, für untergäriges Bier, eine andere Form, wie zum Beispiel ein Glas für Weizen. Ne? Das hat alles mit, wie es der Tobias hat gesagt, was mit der Luftzufuhr zu tun, mit dem Geschmack. Also das kommt alles nicht von ungefähr. Aber das lassen wir uns jetzt nicht zu viel Zeit, deshalb gehen wir, wir haben eben unsere Nosing-Gläser hier, die sind ja nicht nur dafür da,
um eben das ganze Geschmackserlebnis in die Nase zu ziehen, förmlich. Ja. Oh, ja. Ich rieche schon wieder den Blüten. Ach, du mit deinem Leben. Ich rieche, für mich ist es eher was Zitrus, so zitrusmäßig, sage ich jetzt mal als Laie. Mhm. Oder? Ja, ich würde, er ist von der Nase her, Wacholder auf jeden Fall, ganz, ganz klar. Zitrus natürlich auch, aber... Nein, Wacholder ist keiner drinnen. Nein, nein. Da sind wir hier in der völlig falschen Veranstaltung. Und in deinem Glas Lindenblüten. Zwei Teepackungen. Nein! Nein, ich können wir nachher als Laien hierher ziehen, das kannst du denen um 500 Euro schreiben. Also ich weiß nicht, wo der das mit den Lindenblüten her hat, aber also für mich ist es tatsächlich, also Zitrus, stimmt das? Ja klar, also wir haben uns vom Rezept her was überlegt, es sind 23 Botanicals und es war wichtig auch wieder die Anknüpfung zum Wein, dass man sagt, es ist wirklich ein schönes Geschmackserlebnis, ja. Das ist nicht kantig, das ist wie eine Symphonie, das zieht schön runter über den Gaumen runter, hat ein langes Finish und es bleibt so ein, ich sag mal, fast trockener Geschmack im Mund zurück. Und es sind die drei Säulen, Wacholder, sieben Zitrusnoten und sowas Pinienharziges, wo wir auch gesagt haben, dann, das ist auch die europäische Story, ja, die besten Zutaten aus ganz Europa, aus den jeweiligen Ländern. Zitrus, klar, Spanien, Italien, dann Wacholder, Toskana und Mazedonien und so das Pinienharzige sind die alpinen Regionen, wo wir daheim sind und natürlich auch bis in die Wälder Schwedens rauf von mir aus. Also sprich, ihr fliegt einmal mit einem kleinen Heli oder kleinen Sportflugzeug quer über Europa und habt hinten so einen Kescher dran und zieht das an. Also abgefahren, ja, total, total spannend. Was ich jetzt gerade im Chat lese, ist total, total interessant, weil ich bin gerade über einen Begriff geflogen. Das ist der Loché-Effekt oder so ähnlich, die ätherischen Öle. Also es war die Frage, woran das liegt. Dass der Trüb on the Rocks wird, liegt das an unseren schmutzigen Gläsern? Also wir haben es noch nicht getan, aber... Ganz, ganz tolle Frage. Also ich liebe unser Fachpublikum. Ja, Wahnsinn, also da könnt ihr mich echt noch... Ja. Gut, dass ihr mich jetzt aufklärt. Genau. Ja, schön. Also unser Gin ist nicht gefiltert. Wir haben die Philosophie, dass wir sagen, wir verwenden die besten Zutaten, wir brennen ganz langsam und mit möglichst wenig Temperatur und Energie. Das heißt, es dauert auch lang, wenn man etwas, kennt man vom Kochen auch, ja, wenn man etwas langsam macht, behutsam macht, dann bleiben mehr Inhaltsstoffe drinnen, als wenn ich jetzt eine Paprika oder eine Zucchini in der Pfanne verbrenne und die schwarz wird. Das schmeckt halt einfach nicht mehr so. Ja. Das heißt, wenn ich es langsam mache, wenn ich es behutsam mache, gehen mehr ätherische Öle mit, bleibt mehr erhalten, dann kommt der Gin raus und dann wird er, also da hat er ungefähr 85-90% in der Größenordnung und dann wird er mit Wasser auf Trinkstärke eingestellt. Bei uns sind es 45-7% mit einem schönen weichen Wasser und man würde, oder bevor man das macht, würde man, oder machen viele Hersteller, dass sie ihn filtern. Wir tun das nicht. Und man sieht es, ihr habt es schon beschrieben, der Lusche-Effekt, unsere ist so leicht milchig. Man kennt es vom, wenn er kalt wird. Also wenn man Eis drauf gibt, dann wird er so milchig, wie man das auch von einem Uso oder so kennt. Und das ist der Beweis dafür, dass die ätherischen Öle sehr hoch konzentriert sind. Und ätherische Öle sind die Geschmacksträger. Das ist also eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Beruhigt mich jetzt quasi fast ein bisschen. Also ich kenne den Effekt noch aus einem ganz, ganz schlimmen Griechenland-Urlaub, wo ich dann dachte, es liegt an zu viel Uso, dass er plötzlich weiß im Glas war. Inzwischen weiß ich, dass das vor 20 Jahren, was da passiert ist, dass das an den ätherischen Ölen liegt und der Uso anscheinend gar nicht so schlecht war. Zum Glück. Die Menge war vielleicht ein bisschen problematisch. Ja, das Kopfweh kommt nicht von den ätherischen Ölen. Okay, dann sind wir jetzt hier schon. Oh, ich habe einen Eisball gekriegt. Ich bin total, das ist Wahnsinn. Sieht aus wie so ein Tennisball aus Eis. Das ist echt. Das ist du bist gut. Mein Geschäftsführer und ich muss schauen, dass du es gut hast. Gleich mal eine Abmahnung hier. Ja, genau. Schneller.
Ja. Wir probieren als nächstes On the Rocks, Holly. Ja. Das macht meistens den Gin, nimmt ihm natürlich, gibt ihm mehr Länge, gibt ihm auch Sanftheit und schafft es auch oftmals, ihm ein paar Geheimnisse zu entlocken, indem er eine gewisse Weichheit bekommt. Und, also das finde ich auf jeden Fall, was wir jetzt ja gerade gesehen haben mit diesem weißen, milchigen, ist auf jeden Fall ja schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Das habe ich jetzt bei noch nicht so vielen Gins gesehen. Jetzt natürlich spannend. Also ich habe noch den Geschmack von Pur ein bisschen im Gaumen. Jetzt schauen wir mal, wie das mit Eis. Für mich ist der Lusche-Effekt echt ein Qualitätsmerkmal. Ich mag solche Sachen, die auch ölig sind, die auch nahe am Natürlichen dran sind, so wie der Gin dann eben halt auch aus der Anlage eben auch rauskommt. Warum denn nicht ihn genauso nehmen? Da gebe ich dem Tobias völlig recht. Lusche-Effekt, immer was Gutes, macht sich auch gut bei Schwarzlicht. Genau. Aber wenn wir es schon von so begriffen haben, ist in dem Zusammenhang mit eurem Gin mal gefallen, Vertical Farming. Genau. Also in unserem Gin sind keine Lindenblüten drinnen, ja. Aber ich habe diese drei Säulen erklärt. Wacholder, diese sieben Zitrusarten und das Pinienharzige. Und damit ein schöner Geschmack entsteht, das Runde, was ich gemeint habe, muss man diese Säulen verbinden. Und das macht man am besten mit einer Frucht. Die Kollegen von Steinhaus haben das auch schon beschrieben. Himbeere ist drinnen. Himbeere ist ganz wichtig, weil die an die Zitrusfrüchte gut andockt und so die Brücke spannt zu den anderen Säulen. Und bei uns ist eben keine Himbeere, sondern eine ähnliche Frucht, die sehr selten ist, und zwar die Walderdbeere. Die kriegt man recht schwer, die kriegt man nicht das ganze Jahr über. Und jetzt hätten wir den Gin nicht machen können, wenn wir nicht eine andere Möglichkeit gefunden hätten. Und Vertical Farming, das bedeutet auf sehr ressourcensparende Art und Weise. Man spart 95% des Wassers ein, hat einen Kreislauf, macht es in Regalen, kann es sogar indoor machen, wird für Basilikum und Salatpflanzen schon viel gemacht und Kräuter in der Medizinindustrie und geht auch gut für die Walderdbeere. Und so haben wir die Walderdbeere mit reingebracht und haben jetzt sichergestellt, dass wir auch das ganze Jahr über frische Zutaten haben. Wir bekommen sehr, sehr schönes Feedback im Chat. Also erstmal für unsere Gläser, da freut sich unser Gastgeber, unser Cheflogistiker Frankie. Wir übertragen gerade aus unserem Logistikzentrum. Erstmal für die Gläser. Als zweitens, ein super lecker Gin, sagt Tom. Gebe ich gern weiter an den Tobias. Ich finde ihn auch. Vielen Dank. Danke, Tom. Sehr, sehr schön. Er weiß zu gefallen, ganz einfach. Ne? Ja, absolut. Ich bin auch immer wieder, aber wie bei allen unseren Gins, die wir verkosten, ja, oder testen oder auch mal zugesandt kriegen. Also ich muss immer wieder auch ein bisschen dazu kommen. Gin ist ja Geschmackssache. Bei mir ist es ganz abgefahren. Also es ist jetzt nicht so wie bei dir. Du hast oft mal so ein paar Lieblinge, die man dann bei dir auf dem Schrank findet und so weiter. Bei mir ist es eher immer so eine experimentelle Sache. Und bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich Gin jetzt nicht kategorisch ablehne, sondern mir eben speziell in manchen Fällen dann sage, oh, das ist jetzt was aber eher so in den Sommer passt, ja, weil es eben ein bisschen vielleicht auch was Milderes ist, was ein bisschen in eine fruchtigere Gegend geht. Aber genau deshalb sind wir ja heute auch beieinander und können das alles mal alles so ein bisschen ausprobieren. Jetzt wird es natürlich spannend. Wir haben jetzt das Eis drin gehabt und haben ihn on the rocks probiert. Jetzt wird die Orangenscheibe dazugegeben. Natürlich nicht zu vergessen unser Schweppes Dry Tonic Water. Jetzt haben wir schon, also wir haben ja schon zwei Eindrücke gewonnen. Jetzt wird es spannend, wie es in der Kombination läuft. Holger, wenn du damit einverstanden bist, ich mache dir einen 1:1 Mischer rein. Aus zweierlei Gründen. Du sollst viel trinken, allerdings auch viel Gin und nicht viel Tonic. Und vor allem, je weniger Tonic man reintut, desto mehr steht natürlich noch das Gin im Vordergrund. Beim Schweppes Dry Tonic ist der große Vorteil, dass das Tonic dem Gin sehr, sehr schön viel Platz lässt. Also es erschlägt den Gin nicht. Da hat der Dick und Stein zwar kein Problem damit, aber es macht ihn halt auch sehr, sehr
hält ihn sehr, sehr schön im Vordergrund an allem. Zum Wohl, hier können wir mit Fug und Recht groß anstoßen. Prost! Ja, genau. Genießt es! Tobias, vielen Dank. Genießt du auch. Ich sehe noch eine Frage hier. Genau. Also, beziehungsweise schmeckt auch super mit dem Mediterranean Tonic. Frage, könnte man den auch mit Thomas Henry mixen? Also ich glaube... Ja, klar. Mit beiden. Probiert gerne alle. Es ist nichts, was verboten ist. Mhm. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann mal eine Kombination auftauchen, die ein bisschen eigenartig ist. Aber ich glaube hier, also hat auch Tobias auch gerade gesagt, klar, probiert, macht. Ja. Also, wir sind hier bei einem Tasting. Wir geben euch auch nichts vor, zwingend. Genau. Also ihn jetzt zu mischen mit einem Schweppes Wild Berry, Russian Wild Berry, schwierig. Würde ich jetzt. Naja, wenn es jemand sehr süß haben will, warum nicht? Ja, es ist immer eine Geschmackssache. Wenn man es eher klassisch hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Ja. Erlaubt ist, was gefällt. Also ich habe bei mir in der Bar und so ist es allgemein bei Gin. Das Schöne am Gin ist es ja, dass es in der Breite eben nicht so hoch dogmatisch eben ist. Ne? Dass manche sagen, das darfst du auf keinen Fall, ne? Darfst du das mit diesem Tonic Water trinken, das macht alles kaputt. So ist es ja beim Gin. Ne? Man findet schon immer ein sehr schönes Tonic Water zu vielen Gins dazu und es macht ganz einfach Spaß. War das jetzt eine 1:1-Mischung hier? Nah dran, ja. Also total angenehm. Ja. Wenn bei so 1:1 immer ein bisschen, habe ich die Angst, dass es zu krass ist. Ja, aber du bist stark genug. Ja. Ich soll noch weitergeben, dass manche Nutzer ein bisschen ein kleines Problem hatten, die Folie zu entfernen von dem Ding. Natürlich ist die gut drauf. Das soll ich weitergeben. Ansonsten, wenn man die Folie mal weg hat, dann steht, nicht ganz einfach, mit tollen Gin nichts im Wege. Tobias, habt ihr einen Online-Shop, wo man euren Gin auch erwerben kann? Wir selber haben keinen Online-Shop, weil wir haben ein paar Online-Händler. Also man bekommt uns bei den üblichen Verdächtigen Wacholder Express, Rum & Co., Urban Drinks, Berlin Bottle, Expert 24 und natürlich auch über Amazon. Mhm. Ja, super, da gibt es möglich. Also was ich jetzt auf jeden Fall, Regen habe ich vorhin schon im Geheimen gemacht, was ich jetzt auf jeden Fall gleich tue, ist natürlich in unsere App auf Dick und Stein gehen. Da kommen unten gleich die Serves und da schwebt das Dry Orange Zest und dem Ding gleich mal hier volle Suppe speichern. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr bewertet, ja, wenn ihr euer Feedback dort reinschreibt. Ja. Bewertet gerne alle, ja. Also die App immer muss jetzt nicht unbedingt über den Tasting Room sein, ihr könnt auch einfach nach dem Gin suchen. Und da direkt bewerten, das läuft dann automatisch in den Testing Room auch rein, wird aber bei euch auch eben auch ein Profil abgelegt. Und ihr könnt, wenn es heute nach 5 Gins ein bisschen schwierig wird mit dem Erinnern morgen, in der App steht drin, was ihr heute getrunken habt. Also das macht schon irgendwo Sinn. Ja. Tobias, welches Tonic Water nimmst du am liebsten zu deinem Gin? Ganz ehrlich, ich wechsle viel. Ich nehme mal einen Thomas Henry, ich nehme mal einen Schweppes Dry, mal einen Schweppes Indian, Fever Tree, Mediterranean gefällt mir sehr gut, auch das Premium Dry von Fever Tree, die gehen recht gut. Also eher was Leichtes, was den Gin gut unterstützt. Okay. Du hast vorher noch davon gesprochen, ein European Dry Gin. Und da ist auf der Flasche ist auch noch so ein Knoten drauf oder ein Und. Was es damit auf sich hat. Ja, sehr gerne. Ich halte die Flasche mal so ein bisschen ins. Kann man das sehen? Da ist sehr viel Licht, gell? Ja. So geht es, glaube ich, ganz gut jetzt. Die, wir haben, also so leicht zeitlich, man erkennt ein und dieses Und ist einfach Dick und Stein und ich bin Tobias Dick und der Horst Stein und wir sind the Artist and the Sailor. Der Horst ist Künstler, ich segel gern und wir wollten mit unserem Gin einfach auch so nicht nur geschmacklich das Gute, ein Netzwerk des Guten und das Verbindende schaffen, sondern auch von der Geschichte her. Wir finden, wir haben das Beste aus Europa genommen, von den Botanicals her. Wir finden Europa eine tolle Story. Kunst bedeutet auch immer irgendwie ein Fenster zur Welt, was Neues entdecken. Das Segeln ist es genauso. Es ist Lebensgefühl. Und wir haben das so gemacht, das Und,
wenn man sich das genau ansieht, das ist ein Pinselstrich, der ausfasst, und gleichzeitig könnte es ein Knoten sein, den man zum Segeln braucht, der Halt gibt. Und man kann es dann natürlich auch in die Nautik, in die Luftfahrt, in die Bergwelt transferieren. Und genau, das sind die Themen dahinter. Und auch das Netz, das aufgebracht ist. Es ist ein Netz, es ist ein weltumspannendes Netz. Es ist wieder das Netzwerk des Guten und einfach Idee des Verbindenden. Also finde ich total spannend, die Geschichte zum anderen, aber auch, weil ich von der Natur her oder vom Beruf her auch Designer bin, was mir natürlich dann immer gut gefällt, wenn man dann auch mal Flaschen sieht, die ein bisschen anders sind. Also die geht nach oben ein bisschen auseinander, das heißt, die ist sehr muskulös, sie hat aber dieses sehr filigrane Netz eben drauf. Was mir jetzt noch bei deiner Geschichte mit dem Und aufgefallen ist, das sieht man wahrscheinlich bei mir in der Kamera nicht so gut, dieser Streifen, der da unten noch drin ist, das ist nicht einfach nur ein Streifen, der Wasser ist, und dann hat irgendjemand gesagt, dem Gestalter, hey, mach das doch als Wellen, und dann hat er da Wellen reingemacht. Das ist wirklich ganz subtil, so im Nanometerbereich schon fast einfach so eine ganz dezente Welle drin. Also es ist gestaltet. Ist auch geprägt, ja, die ist eine Welle, und die ist geprägt, dass man auch, dass es auch ein schönes Gefühl ist, wenn man die Flasche in die Hand nimmt. Ja, das erstens mal eine Flasche, die eine Frau und ein Mann gut in die Hand nehmen können, das war uns wichtig. Und dass man auch eine Haptik hat, dass das Papier schön warm ist, dass man die Welle, die du gerade angesprochen hast, spürt und auch hinten drauf eben verschiedene Reize hat. Ja? Also Geschmack, visuell und auch haptisch, taktil. Genau, das ist ja, glaube ich, auch, also wir hatten uns ja schon mal länger unterhalten, ist ja auch so ein bisschen euer Ding. Also ich weiß, dass da bei euch in dem Bereich auch noch Musik eine sehr große Rolle spielt im Team, wo wir auch oft über Sinfonien und Harmonie und so weiter gesprochen haben. Das ist natürlich dann auch, also euer Gesamtprodukt ist vom Anschauen, vom Erstkontakt quasi das Visuelle, sind so, ich nehme das und kann es haptisch erspüren, dann trinke ich es und habe dann eben auch noch dieses geschmackliche Erlebnis, bildet natürlich eine Sinfonie am Schluss und harmoniert miteinander. Was aber bei euch auch nochmal so ein Thema ist, ist ja, dass ihr auch ganz klar sagt, unser Gin ist jetzt nicht nur zwingend für diese klassischen Gin Tonics geeignet, sondern ihr geht auch noch einen Weg, den anders genießen zu können. Ja, danke für die Brücke, danke für den Anstoß. Ihr seht, das Licht ist in der Zwischenzeit ausgegangen, jetzt kann man das auch besser sehen nochmal. Also, wenn die Stimmung nicht umgestellt wurde. Jetzt wird's romantisch. Du hast die Einleitung gegeben, und zwar, ja klar, Cocktails. Cocktails ist eine schöne Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Cocktails immer so ein Stück weit verschmäht, aber seitdem wir diese Gin-Geschichte jetzt machen, wir probieren, und schaut gerne mal auf unser Instagram-Profil, da heißen wir @dickandstein, und wir interpretieren das dort recht grafisch und geben auch so alle ein, zwei Wochen einen klassisch interpretierten Cocktail, wo wir einfach sehr hochqualitativ mit Touren, das ist ein befreundeter Barkeeper von mir hier in Berlin, der so nicht nur wir für den Gin, sondern er auch als Barkeeper schon was gewonnen hat, Medaillen und Trophäen, und einfach diese Geschmacksnuancen schön kombiniert in einem Dry Martini, in einem Gin Fizz, in einem Martinez, und als nächster kommt ein Klassiker, der Negroni, und geben auch immer Geschichte dazu. Ja? Wann sind die Cocktails entstanden? Wie sind sie entstanden? 1850, 60, 80, 1900, und ja, macht Spaß. Das ist total spannend. Also da kann ich auch nur empfehlen. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft. Wir haben beim letzten Mal auch nicht die Möglichkeit gehabt, einen Cocktail da auszuprobieren, aber auf dem Instagram-Profil natürlich gerne nachgucken. Das sind super spannende Themen. Natürlich dann auch gleich bei unserem Instagram-Profil vorbei und beide liken, ja, überhaupt keine Frage. Aber das ist ein ganz spannendes Thema und bringt einen auch nochmal auf ganz andere, in eine ganz andere Sphäre irgendwie. Ich finde es toll, wie das von der Haptik und vom Design eben ich höre das sehr, sehr gerne zu. Jetzt komme ich mit dem Cocktail, gerade Negroni, was ein ganz, ganz toller Einleiter für den Abend ist. Kann man den Dick und Stein auf jeden Fall, sage ich auch, ganz, ganz toll verwenden, weil er sich auch gut behaupten kann. Zu gleichen Teilen jeweils 3 cl Dick und Stein, dann ein roter Wermut dazu, 3 cl dann zum Schluss Campari. Dieses nicht schütteln, sondern verrühren auf Eis.
dazu eine Orangenzeste und ihr habt einen Drink, der euch den ganzen Abend auf eine Welle der Euphorie, der leichten Euphorie bringt. Ein hervorragender. Kann mal jemand das Lager schnell checken, ob wir alles da haben? Genau. Das sollte vor dem Essen sein. Das sollte vor dem Essen sein. Ne? Also auf jeden Fall was ganz Tolles. Es kam noch eine Frage. Jennifer fragt Markus fragt zu Mistelheim Tonic Water. Tobias, ich weiß nicht, ob du das Tonic Water kennst, Mistelheim, ein relativ neues Tonic Water aus dem auf dem Markt. Ich würde dazu empfehlen, das Ambition oder das Signature Tonic Water. Mir ist persönlich das Trend Tonic Water vielleicht ein bisschen zu süß für den Dickenstein, aber wer es gerne sonderlich süßer mag, kann auch das Trend auf jeden Fall gut dazu verwenden. Mistelheim Tonic Water ist was sehr, sehr Schönes, haben wir beim letzten Tasting auch gehabt und würde auch, sage ich, sehr, sehr gut auch zu Dickenstein passen. Finde ich auch, habe ich auch probiert und würde ich genauso beschreiben wie du. Also unterstreiche ich komplett. Okay. Ich lese gerade noch die Frage des Package im Hintergrund. Ich nehme an, dass es bei dir ist, weil diese Plane da, die kann man nicht kaufen, aber ich kann sie euch gerne produzieren und zuschicken. Aber das Package im Hintergrund gibt es das auch bei Ginferno, die Flasche und Karaffe. Das ist wahrscheinlich bei dir. Im Hintergrund, glaube ich, steht die Flasche mit einer Karaffe dazu. Ist das kein Erwerben? Noch nicht, aber so in die Weihnachtsrichtung wird es das geben. Also da mal bei Instagram auf eurem Account vorbeigucken, dann werden wir mehr wissen wahrscheinlich. Sehr gern, bitte, ja. Und ich freue mich da über Kommentare, es ist immer ein spannender Austausch. Mhm. Ja. Toll, ein vielseitiger, komplexer Gin, ein Gin, der auch die Geschmacksnerven fordert, aber alles wirklich sehr, sehr schön durchdacht und alles sehr, sehr trotzdem nicht erschlägt, finde ich. Also bei manchen ist es dann ja auch so, wenn die oft viel drin haben, dann trinkt man und hat dann irgendwie gar keine Ahnung mehr, kann dann zwar sagen, naja, finde ich gut oder schlecht. Mhm. Hier ist es schon, dass es schon sehr, sehr, eben sehr speziell und sehr definierten Geschmack hat. Definiert, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne Feststellung. Es gibt, ich habe einen Gin mal getrunken, der bestand aus, glaube ich, 3 oder 74 Botanicals. Ne? Aber es überlagert sich halt eben total viel. Und sehr, sehr schön auch, wie der Tobias gesagt hat, man hat einen Gin, man hat Säulen, ne, auf denen der Gin quasi im Grunde genommen beruht. Man, gerne Wacholder, gerne Zitrus, gerne vielleicht auch etwas Schärferes mit Pfeffer oder Rosmarin, das macht man ja gerne. Und dann braucht man genau solche Brücken, die das verbinden. Nämlich sonst koexistieren die ganze Zeit und verbinden sich nicht richtig. Ne? Und so finden sie zusammen, wie soll ich sagen, gerade Himbeere, ich lerne da auch dazu, wir rennen selber noch keinen Ginholder, aber wir werden dies bald in Angriff nehmen. Hervorragend, ganz, ganz toll, freut mich. Sehr schön. Ja. Gut. Schön zusammengefasst, danke dir. Danke dir, Tobias. Wir räumen wieder ab. Genau, vielen Dank, Tobias, für deine Zeit. Ich hoffe, du bleibst. Gerne, danke. War eine tolle Sache. Danke auch an das ganze Publikum für die Fragen und die Tipps. Nehme ich gerne auf, greife ich auf und genießt ihn. Und auch die anderen, die jetzt noch folgen. Viel Spaß. Baba. Viel Spaß dir auch. Bleib gerne noch dabei. Und du hast ja, ich habe gesehen, du hast ja genug Gin da. Also lustig wirst du den Abend nicht beenden müssen.